Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem weiteren Video und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, dass ich so aussehe wie im letzten Video und so ungefähr wie im vorletzten, liegt es daran, dass ich jetzt heute, glaube ich, schon das dritte Video drehe, weil ich jetzt am Wochenende, beziehungsweise dieses Video, wann seht ihr das, vielleicht Sonntag, ist ja auch egal, auf jeden Fall drehe ich heute mehrere Videos an einem Tag, damit ihr versorgt seid in der Zeit, wo ich nicht da bin oder nicht so viel Zeit habe. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es gerade prima aufgebraucht. Ich zeige euch jetzt ein paar leckere Sachen am Anfang, weil einige schicken mir ja schon mal, wer das Zuschauerpostvideo gesehen hat, hat gesehen, ich habe Cappuccino geschenkt bekommen. Diesen Beutel mit Amaretto-Geschmack. Und den habe ich hier gerade in meiner Tasse und ja, ist schon leider halb leer. Und ich kann sagen, super, super lecker. Ich liebe Cappuccino und dieser Amaretto-Geschmack ist total lecker hier drin. Habe ich jetzt aufgebraucht, wird jetzt leer getrunken und deshalb tausend Dank. Also, der ist wirklich total lecker. Dankeschön. Ja, dann habe ich jetzt, ich gehe ganz schnell da durch. Das hatte ich auch im Zuschauerpost-Päckchen gehabt. Und zwar ist das ein Kaffee mit Haselnussgeschmack. Der war interessant, da musstet ihr, hier war so ein Beutel drin und den musste man aufschneiden und da war dann richtig Kaffeepulver und den musste man in die Tasse einhaken und dann mit Wasser übergießen und es war irgendwie total lecker. Ganz anders wie hier in Deutschland der Kaffee, weil das kommt hier aus Japan, meine ich. Das hat mir jemand wirklich aus Japan zugeschickt. Man kann es erkennen anhand der Hieroglyphen hier, der japanischen Schrift. Aber vielen, vielen lieben Dank auch dafür. Ja, es war super lecker. Haselnuss mag ich auch total gerne im Kaffee. Ja, und das habe ich mal geschenkt bekommen von der lieben Gamse. Liebe Gamse, tausend Dank. Ich habe es jetzt aufgebraucht. Hier waren 8 solcher, das kommt aus der Türkei. Coffee Crown, so geschrieben. Ich glaube, Gamse, das hast du aus der Türkei mitgebracht. Das ist irgendwie, das war jetzt so ein Pulver, das waren so abgepackte 8 so Dinger. Und dann einfach warmes Wasser drüber gießen, also heißes Wasser drüber gießen. Und dann war das halt Kaffee mit Milch und gesüßt auch schon. Also fast wie so ein Cappuccino hat das eigentlich geschmeckt. Und ich habe das langsam verbraucht, weil es so, so lecker war. Also tausend Dank, hier sind auch Haselnüsse. Also hier war auch so ein Haselnussgeschmack noch mit bei. Das war total lecker, da komme ich jetzt leider erstmal nicht mehr dran, weil das stammt ja aus der Türkei. So, dann hat mir noch jemand zugeschickt, Nescafé Haselnuss. Ja, habe ich auch schon getrunken, hatte ich auch in der Zuschauerpost drin, war super lecker. Ich liebe sowas. Ja, das habe ich auch aufgebraucht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das zum Geburtstag bekommen habe. Manchmal kommt man da schon mal durcheinander mit den ganzen Geschenken. Das ist von Krüger, der Chai Latte Fresh India mit Ingwer-Zitronengras. Der war super lecker und ich suche den immer. Ich finde den bei uns nicht im Kaufpark. Vielleicht muss ich mal in so einen größeren Supermarkt schauen. Ja, also total lecker. Das waren jetzt abgepackte Dinger. Wie viel waren denn hier drin? 10 Portionen, genau. Super lecker. Ich liebe diesen Ingwer-Zitronengras-Geschmack. Total lecker. Ja, dann habe ich noch aufgebraucht. Jakobs Momente löslicher Kaffee. Manchmal mache ich mir schon mal einfach, übergieße ich mir so einen Instant-Kaffee mit warmem Wasser auch. Und der ist zwar ein bisschen teurer, aber total lecker. Also wer noch einen guten Instant-Kaffee sucht, kann ich empfehlen, den hier von Jakobs. Schmeckt also total aromatisch nach Kaffee, richtig lecker. Ja, ist eine Glasflasche, muss man aufpassen. Schnell zur Seite. Dann habe ich noch leer gemacht, wollte ich euch kurz zeigen. Dann haben wir es, glaube ich, auch mit Trinken und Essen. Das war auch klasse. Habe ich das erste Mal gekauft aus dem Lidl. Krusty Choc. So sieht das Ganze aus. Ich liebe so Schokolade mit so Crispies oder wie nennt man das? Ah, die war so, so lecker und ich werde mir die bestimmt nachkaufen. War auch jetzt nicht so teuer, waren 100 Gramm drin. Und die habe ich an 3 Abenden alleine verputzt. Ja, sowas muss ich auch immer gut verstecken vor meinem Mann. Aber eigentlich, ja, ich werde es mir nachkaufen, weil, ja, ich muss in Lidl. Krusty Schock. So, jetzt mache ich weiter. Aufgebraucht, was greife ich? Eine von Isara, ein Schaumbad. Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt es leider nicht mehr. Ich glaube, ja, das war limitiert. Golden Glamour. Ach,
Ach, das war schön. Das war richtig viel Schaum in der Badewanne. Mit Glycerin steht hier. Und herrlich. Der Duft ist einfach herrlich. Also wenn es das immer noch mal gibt, ich schaue immer schon mal bei Rossmann. Ich habe es jetzt nicht gesehen von Isana. Eine große Flasche, war auch nicht so teuer. Kann ich empfehlen, ja. Ich habe, glaube ich, von Isana noch ein anderes Schaumbad. Aber das war gut. Dann habe ich hier einmal Kosmetiktücher. Das ist, gibt es im Moment. Ich glaube, habe ich jetzt... Wann war ich denn im DM? Vorgestern? Vorvorgestern? Irgendwann Anfang der Woche. Die gibt es noch. Das ist so eine kleine Reisegröße. Ideal für unterwegs im Auto, steht hier. Ganz süß gemacht. Ganz schönes Design. Und hier waren jetzt von... Also die habe ich auch im DM gekauft. Das ist hier die Evelyn-Marke. 55 Tücher, ja, dreilagig, genau. Die waren nämlich sehr reißfest und ja, sind jetzt leider leer und schön praktisch zum Mitnehmen. Dann habe ich noch, was habe ich noch leer gemacht, ganz unspektakulär, wieder von Balea, eine Tücherbox Mademoiselle Chic. Die ist schon älter, ich glaube, die gibt es so nicht mehr, die hatte ich schon länger hier zu Hause. Dekorbox Balea Young Mademoiselle Chic, 100 Tücher. Die sind nicht ganz so reißfest, aber um ein bisschen was wegzuwischen beim Schminken oder so. Oh, der ist so lecker hier mit Amaretto. Ja, machen wir weiter. So, Moment, da gehört noch was zu. Ich habe eine Spülung und ein Shampoo leer gemacht. Das hat mir die liebe Nathalie vom Kanal Sweet Jasmin Baby, ich grüße dich ganz lieb, geschenkt. Und von La Vera, Naturkosmetik, Ringelblumen-Shampoo. Ja, ich glaube, das gibt's. Gibt es das überhaupt noch? Also ich habe da jetzt mal geschaut, da gab es andere Sorten. Das ist jetzt Ringelblumen, Shampoo und Spülung. Bio-Ringelblumenextrakt ohne Silikone, normales besprödes Haar. Und es ist vegan. Und ich fand es klasse. Ja, die Konsistenz war angenehm. Es ließ sich sehr schnell aus den Haaren wieder rausspülen. Das fand ich sehr gut. Und oft ist es bei mir so mit Shampoos ohne Silikone, da habe ich danach sehr stumpfes Haar. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Aber hiernach, besonders nachdem ich die Spülung hier benutzt hatte, ließen sich meine Haare, hätte ich nicht gedacht, sehr gut auskämmen. Fast ziepenfrei, möchte ich sagen. Ja, finde ich klasse. Werde ich mal gucken, wenn ich das nochmal sehe. Also danke, Nathalie. Das waren zwei tolle Produkte und die passten gut zusammen. Fand ich richtig toll. Gut, dann mache ich weiter mit einer Handseife. Hier drin war also eine grünliche Flüssigkeit. Das ist die von Palmolive. Diese hier, genau, Bergamotte und Verbene. Das war so ein Duft nach Kräutern, so zitrisch, kräuterisch. Total lecker. Ich habe das ausgespült, damit ich, oh. Also da müsst ihr mal, ja, wenn ihr die seht, ich habe die jetzt schon nachgekauft bei Rossmann. Ist ein bisschen teurer zwar, ist nicht gerade die günstigste Handseife, aber die erfrischt die Haut so gut. Das macht so Spaß. Ich habe mich immer gefreut und habe das auch... Ja, ich habe nicht lange gebraucht, um die leer zu machen, weil ich mir meistens, ich hatte die jetzt hier in der Küche zu stehen. Im Badezimmer habe ich noch eine andere und ich habe ja eigentlich immer nur diese hier benutzt. Und ich habe sie mir nachgekauft, weil ich sie so toll finde. Dann haben wir noch 25 feuchte Tücher von Evelyn. Das sind diese hier. Ja, ist auch so eine kleinere Größe, aber mit Aloe Vera. Und diese feuchten Tücher habe ich auch sehr gerne beim Schminken benutzt oder wenn ich euch was in die Kamera gehalten habe und einen Swatch gemacht habe, konnte ich das danach, weil die sehr gut feucht waren, super wieder wegmachen. Und ja, die haben auch ganz angenehm gerochen und ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sogar noch eine Packung davon. Werde ich mir auch wahrscheinlich dann nachkaufen, wenn ich keine mehr habe. Die waren wirklich gut. So, dann habe ich hier noch eine Handseife. Ich glaube, die hatte ich im Badezimmer zu stehen. Parfümfrei, die Arztseife von Balea. Ja, das ist diese hier. Bakteriostatisch, besonders rückfettend, ideal für häufiges Händewaschen. Ja, mein Mann war nämlich auch erkältet. Irgendwie gab es eine Zeit, vor 3 Wochen oder so, waren irgendwie alle erkältet hier um mich herum. Und da habe ich mir besonders oft hier mit die Hände gewaschen, weil ich dachte, vielleicht ja, ist das besonders gut, so gegen Bazillen. Also ich fand sie nicht schlecht. Sie hatte jetzt, ja, ist parfümfrei, sie hat jetzt keinen Geruch oder so, aber... Ihr seht auch noch, war so eine milchige Flüssigkeit. Warum nicht? So, aber kaufe ich mir erstmal nicht nach. Dann habe ich was leer gemacht. Oh ja, da bin ich traurig. Von Artemis, das ist so eine Schweizer Firma, habe ich bei Douglas mal gekauft. Habe ich auch jetzt lange für gebraucht. Ich wollte es nicht so oft benutzen.
Ach, das ist so ein schöner. Erstmal finde ich hier diese Pulle so schön. Und das hatte hier so ein Pumpspender. Ach, ich mag den Duft. Diese Artemis-Sachen sind leider nicht gerade so günstig. Das war jetzt so ein aktivierendes Antifaltenserum. Also, das habe ich bestimmt schon 1,5 Jahre und habe das immer wirklich nur so alle 2 Wochen benutzt. Ich fand es gut. Es hat die Haut irgendwie entspannt. Ich habe das dann halt nach der Gesichtsreinigung meistens abends verwendet, mir ins Gesicht so einmassiert, aber auch nur ganz wenig. Also man konnte das also sparsam dosieren. Ich weiß nicht, ich würde es mir gerne nachkaufen. Vielleicht vom Gutschein oder zu Weihnachten wünschen. Also es war ein tolles Produkt. Und ich glaube hier von diesen Artemis-Sachen ist nicht so viel Chemie, meine ich, drin. Ich meine, es wäre sehr gut zusammengestellt, sagen wir mal so. Ja, also das fand ich toll. Leider ist es leer. Bin ein bisschen traurig. So, dann greife ich mal rein und ziehe von Zios ein Produkt raus. Ich habe es geschafft. Bestimmt hat es jetzt auch über ein Jahr gedauert. Das ist ein Sprühkur, Mikrosprühkur, ohne Ausspülen, für sehr trockenes, strohiges Haar. Wärmeaktive Pflege, genau. Also hier sind so Sachen drin, keine Ahnung. Das war halt hier so mit dem Pumpspender. Nach der Haarwäsche habe ich mir das ins Handtuch trockene Haar gesprüht. Und aktiviert wurden die Wirkstoffe wohl erst richtig bei Föhnwärme. Also danach habe ich mir die Haare geföhnt und ich fand das Produkt gut. Wer mein Ausgemistet-Video gesehen hat, da habe ich von Zios so ein Öl gezeigt. Da war ich überhaupt nicht mit zufrieden. Aber diese Mikrosprühkur, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich habe die ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Die fand ich gut. Die hat meine Haare so fluffig weich gemacht, ne? Ich weiß auch nicht. Kann ich empfehlen. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt im Moment noch andere so Öle und so ein Gedöns. Aber wenn ich es nochmal irgendwann sehe, vielleicht nehme ich es mir dann nochmal mit. So teuer, glaube ich, war es auch nicht. Habe ich mir damals im DM, meine ich, gekauft. Dann habe ich noch ein Haarprodukt. Dieses hier. Das ist bestimmt schon fast 2 Jahre alt. Das Schwarzkopf Got to be glatt gebügelt, 4 Tage. Ich glaube, da habe ich auch mal ein Video drüber gedreht. Ich bin mir nicht sicher, es liegt schon so weit zurück. Das ist auch so ein hitzeaktivierendes Glättungsspray. Das heißt, ihr macht euch das auch in die Haare nach der Haarwäsche. Und dann steht hier, die hitzeaktivierte Formel zaubert dein Haar geschmeidig und glatt bis zu 4 Tage. Also meine Haare sind ja jetzt von Natur aus, wenn ich sie Luft trocknen lasse, sind sie leicht gewellt. Also ganz leicht. Aber an sich habe ich jetzt nicht so welliges Haar. Aber ich hatte schon gemerkt, die Haare waren immer etwas glatter wie sonst. Aber auch jetzt nicht extrem. Also es ist ein Produkt, was man nicht unbedingt braucht, finde ich. Ich weiß es nicht. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Also ich kaufe es mir nicht nach. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es das noch gibt. Aber ich habe es dann hin und wieder mir halt in die Haare gesprüht und dachte, jetzt muss. Weil das war auch nicht so günstig, glaube ich. Nee. So, jetzt habe ich noch eine Maske von Luvos Heilerde. Die fand ich klasse. Das war eine richtige Schlammmaske. Ja, das war so richtig fettschlammig und das trocknete dann an im Gesicht. Und das spannte richtig. Das bröckelte hinterher schon ab. Das ist speziell intensive Reinigung, sanftes Peeling und wertvolle Pflege von fettiger Haut und Mischhaut. Hier steht dann auch noch, oh, meine Tüte stürzt ab. Irgendwie bei Pusteln, Pickeln, hast du nicht gesehen, Mitessern. 10 bis 15 Minuten einwirken. Ich glaube, die hole ich mir irgendwann nochmal nach. Also, ich fand die klasse. Ne? Es ist halt vielleicht nicht jedermanns Sache, so sich so diesen Schlamm. Ich habe dieses Tütchen auch ausgespült. Ja, es hat so nicht besonders gerochen, aber ich fand das Gefühl danach, ich habe mich sehr gereinigt gefühlt, das muss ich sagen. War nicht schlecht. So, dann habe ich hier noch eine Probe leer gemacht. Ne, ich weiß nicht, es kann sein, dass mir die jemand schon mal in die Zuschauerpost gepackt hat. Von Head & Shoulders das Anti-Schuppen-Shampoo Zitrusfrisch. Es ist jetzt so, dass ich keine Schuppen, also ich habe eigentlich keine Probleme mit Schuppen. Manchmal habe ich so trockene Kopfhaut, dann sieht man schon mal hier so vielleicht so ein bisschen Kopfhaut, die sich ablöst. Das hört sich jetzt an. Egal, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Aber ich fand das gut. Ich wollte es ausprobieren. Es hat lecker zitrisch geduftet und ja, es war jetzt eine einmalige Anwendung. Aber es hat gut gerochen. Ich mag diesen frischen Zitronenduft in den Haaren. So, dann habe ich hier noch, Moment.
Genau, dann habe ich gebadet. Das war von Alverde Verwöhn-Badesalz, Macadamia-Nuss- und Karité-Butter. Der Duft war okay. Das war halt so richtig gröberes Salz. Oh ja, der Duft war klasse. Aber ich meine, bei diesem Bad war es wirklich so, es hat nicht geschäumt und es hat auch das Wasser nicht verfärbt. Es hat nur gut gerochen. Es hat meine Haut nicht ausgetrocknet, aber irgendwas hat mir gefehlt. Und ich meine, ich habe dann so die letzten 10 Minuten, habe mir dann hier so ein bisschen Schaumbad noch dazu gekippt, weil ich irgendwie, irgendwas fehlte mir. Also es muss wenigstens eine tolle Färbung sein. Ja, der Geruch, es war nicht schlecht, aber irgendwie fand ich es ein bisschen unspektakulär. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ja, kaufe ich mir erstmal nicht nach. Dann habe ich hier was. Ach, da ist der Deckel mir kaputt gegangen. Von Rituals. Das habe ich auch lange, lange genossen, das Zeug. Das hat mir die liebe Betty mal ins Päckchen gepackt. Magic Touch. Das war so toll. Das ist so eine Körperlotion. Cherry Blossom and Rice Milk. Oh, ich liebe diesen. Schade, dass es leer ist. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich muss mal gucken. Rituals gibt es doch jetzt auch bei Douglas, ne? Da gucke ich mal. Weil da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das nachkaufe. Weil die Pflege war gut. Die Creme zog schnell ein. Man hat sich aber sehr gut gepflegt gefühlt. Also schon. Also, und der Geruch. Der ist auch über längere Zeit auf der Haut geblieben. Fand ich super. Von CD eine Intim-Waschlotion. Manchmal braucht man das ja, ne? Ja, also ich habe von CD, das bestimmt jetzt schon, ach, weiß ich nicht, die 8. Pulle, die ich leer gemacht habe. Habe jetzt im Moment aber eine andere Intimwaschlotion von Nivea mit so einem Pumpspender. Die finde ich einen Ticken besser sogar noch. Riecht jetzt nicht spektakulär. Das war jetzt die mit Calendula und Milchsäure. Ja, ich überlege noch. Aber die von Nivea, die ich jetzt habe, die finde ich auch klasse. Aber die ist auch gut. Ja, so. Dann habe ich noch mal hier so ein kleines Pack Abschminktücher leer gemacht. Das waren diese leckeren von Rivalde Loop Apfeltraum. 3 in 1, genau. Die fand ich klasse, die habe ich sehr gut vertragen. Alkoholfrei, haben mich gut gereinigt, meine Haut gut gereinigt, kann ich nicht meckern. Wie gesagt, das war jetzt die kleine Größe, da waren 10 Stück drin. Ja, doch. Dann habe ich leer gemacht, leider, aber ich habe es mir schon nachgekauft. Ich glaube gestern sogar. Von Neutrogena diese Feuchtigkeitspflege, ölfrei, habe ich mir nachgekauft im Rossmann. Gibt es aber auch, meine ich, im DM. Das ist halt so eine Creme. Danach fühlt ihr so ein richtig, wie so eine Art Prickeln, so eine richtige Erfrischung im Gesicht. Ja, und das ist halt speziell, hier steht halt drauf, ne, spendet Feuchtigkeit, verbessert das Hautbild. Und das habe ich halt die letzten Tage immer benutzt in Kombination mit meinem Gesichtswasser von Neutrogena. Weil ich doch hier auf diese, hatte ich die nicht noch hier zu stehen? Ich habe doch von L'Oreal diese Blue, diese neue Creme in der DM-Lieblinge-Box gehabt. Aber ich vertrage die anscheinend. Ich habe davon leicht Pickel bekommen. Und dann habe ich diese Creme immer morgens nach der Gesichtsreinigung aufgelegt und nach dem Gesichtswasser. Und ich finde die toll. Wenn man Hautunreinheiten hat, und ich liebe diesen Duft. Ich finde diesen Neutrogena-Duft sowieso klasse. Habt da auch andere Produkte noch von. Und ja, kann ich empfehlen. Zieht schnell ein, erfrischt gerade jetzt bei den warmen Temperaturen sehr gut. So, oh, da habe ich noch, doch noch was zum Essen leer gemacht. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir den selber gekauft habe, aber ich glaube, ich habe den geschenkt bekommen in Zuschauerpost. Alnatura Honig Mandel Ingwer. Das ist auch hier so ein leckerer Riegel, bekommt ihr bei DM. Lecker, lecker, lecker. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich liebe diese Sachen. Hab auch im ich habe es hier noch zu liegen, weil ich das ja gerade abgedreht habe, meine Zuschauerpost. Wer es gesehen hat, weiß, ich habe auch wieder in der Zuschauerpost diesen Sanddornriegel bekommen. Und ja, den habe ich gegessen. Ich glaube, an einem Stück quasi so. Total lecker. So, dann habe ich jetzt noch eine, genau, Isana Nagellacktöpfchen. Ja, wie sagt man, das ist schon aufgebraucht. Also das sind ja die acetonfrei, wo ihr, hier ist ja so ein Schwämmchen drin, ne? Finger rein, drehen. Normaler Nagellack ist ratzifatzi hier mit runter. Ich habe den auch schon wieder nachgekauft. Ich glaube, ich habe sogar 3 Pötte noch im Vorrat. Dieser hier. Ich finde den klasse. Das Schwämmchen, wenn man den Finger jetzt etwas schneller drin bewegt, dreht sich schon mal das Schwämmchen mit. Aber ich finde es nicht schlimm und ich mache das jetzt auch nicht. Ich nehme mir meistens zum Ablackieren der Nägel schon ein bisschen Zeit.
Aber es geht relativ schnell. Glitzernagellack dauert, da stecke ich den Finger rein und warte so 2 Minuten, lasse das einweichen und ganz vorsichtig drehe ich dann. Und auch dann geht Glitzernagellack damit runter. Ja, der Schwamm löst sich allerdings ein bisschen auf. Also immer, wenn ich den Finger rausgezogen habe, hatte ich hier so Schwammreste dran. Deshalb will ich das jetzt nicht wieder auffüllen. Manche machen das ja, Schwämmchen raus, reinigen. Aber irgendwann von vielen Nagellackfarben verdreckt das auch. Und wenn ihr den Finger rauszieht, dann habt ihr einen ganz bunten Finger. Und dann, denke ich, wird es Zeit, sich ein neues Töpfchen zu kaufen. Oder halt, wer möchte, das Schwämmchen zu reinigen, neuen Nagellackentferner rein. Ich mache mir die Arbeit jetzt nicht. Manchmal bin ich halt ein bisschen typisch Stier, ein bisschen faul. Aber das macht ja nichts. Die sind nicht so teuer. Gibt es bei Rossmann von Isana. Ich finde die klasse. So, dann, was haben wir noch? Jetzt haben wir es gleich. Jetzt kommt noch ein bisschen hier Nagellackgedöns. Und 2 Mascaras kommen noch. So, jetzt kommen hier 2 Produkte. Große Liebe. Im Moment habe ich mir auch schon nachgekauft. Sally Hansen, das ist der Diamond Strangen. Das ist ein Nagelhärter. So geschrieben. Habe ich mir gekauft, bestellt bei Amazon und auch bei Amazon nachgekauft. Kostet, glaube ich, zwischen, ich weiß nicht genau, 8 und 9 Euro so. Das ist halt ein spezieller Nagelhärter. Man muss die Flasche vorher schütteln. Das ist eine klare Flüssigkeit. Ich finde den grandios. Ja, das Pinselchen ist ziemlich schmal. Leider kann man nicht so gut reingucken, weil die Flasche ja undurchsichtig ist. Mit der Zeit, also hier ist noch ein bisschen was drin, aber es ist sehr zähflüssig geworden. Es zieht so Fäden, das ja, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber man merkt das. Also beim Auftragen wird es so komisch dickflüssig, aber die ist jetzt auch ja, so gut wie aufgebraucht. Ich finde den toll. Der Herr, der hat wirklich dazu beigetragen, weil ich den wirklich regelmäßig nehme, vor jedem Lackieren als Basecoat, also als Unterlack. Und ich habe ja, ihr seht jetzt hier wieder, längere Nägel bekommen. Ja, ich hatte wie Papier, ich konnte die umklappen, die Nägel, also so biegen. Und das ist jetzt wirklich sehr stabil geworden. Sie splittern noch ab und zu, aber gut. Aber dieses Produkt finde ich klasse. Und habe ich nachgekauft. Genauso wie ich den Sally Hansen Insta Dry, den Schnelltrocknungs-Topcoat, kostet, glaube ich, 19 Euro. Habe ich mir bei DM ich habe mir den schon nachgekauft. Bei DM gab es zufällig so einen Sally Hansen Aufsteller, aber nur so einen kleinen, leider. Ja, und den habe ich mir nachbestellt jetzt. Moment, jetzt bin ich gerade raus, jetzt bin ich durcheinander. Wie auch immer, ist die erste Flasche, die habe ich mir nachgekauft im DM. So, jetzt habe ich es. Ihr seht, oh Gott, Entschuldigung. Da habe ich aber jetzt einen Kratzen im Hals. So, da bin ich wieder. Ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt an meiner eigenen Spucke. Kennt ihr das? Jetzt habe ich auch ganz glasrige Augen. Oh Gott. Hoffentlich geht das gut. Ja, hier ist, wie gesagt, in dem Insta-Dry von Sally Hansen, seht ihr, noch was drin. So ein bisschen hier. Aber der ist leider auch dann mit der Zeit sehr zähflüssig geworden. Der zieht hier richtige Fäden. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Wartet mal. Nee, so nicht. Also der zieht richtige Fäden. Auch der ist leider etwas eingetrocknet. Aber auch den habe ich mir nachgekauft, weil ich finde den besser wie den Good to Go mittlerweile. Weil, wenn ich den hier, immer wenn ich den hier nehme von Sally Hansen, erstmal trocknet der Nagellack ratzefatze fertig durch. Und mein Nagellack hält damit am längsten. Ne? Mit dem Good to Go vielleicht einen Tag kürzer. Also auch hier ist noch was drin, aber auch der ist mir jetzt dann zähflüssig geworden. Leider. Der zieht, man merkt das einfach, wenn man das über den Farblack gibt, dann wird das so schlierig. Deshalb, aber den habe ich mir, glaube ich, den habe ich nicht mehr. Also ich habe mir jetzt die 2 Kandidaten wieder nachgekauft und die liebe ich. So, jetzt habe ich aber lange gequatscht, aber ich finde das wirklich klasse. Huch, jetzt schmeiße ich hier alles runter. So, jetzt kommen noch, ich habe was übersehen. Jetzt kommen wir gleich noch zu 2 Mascaras, aber noch eine Augencreme habe ich leer gemacht. In diesem süßen kleinen Töpfchen von Medi Pharma Cosmetics, Augenpflege mit Olivenöl.
Und das habe ich mir damals im DM gekauft. Ja, es war im DM. Fand ich klasse. Das war so leicht, ja, leicht, ja, schon so ein pflanzlicher Duft. Ihr seht es, ratzifatzi leer. Die Creme ließ sich sehr gut einklopfen. Und ich habe mich damit wirklich gut, also meine Augenpartie war dadurch gut gepflegt. Jo, mit Feuchtigkeit versorgt. Ich finde den Tiegel so schön. Ich glaube, ich spüle mir den richtig aus. Ich glaube, den werde ich nicht wegwerfen. Erstmal finde ich den süß und vielleicht kann ich da Kleinzeug reinpacken oder Pigmente anrühren auch. Genau. Der bleibt mir erhalten. Aber fand ich gut. Aber ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, ob es das überhaupt noch gibt von Medipharma. Keine Ahnung. So, jetzt die zwei Mascaras noch, dann habt ihr es geschafft. Genau, fange ich mit der hier an. Yves Rocher, diese hier. Also ich habe keinen Yves Rocher leider in meiner Nähe, da muss ich ein bisschen weiterfahren. Die habe ich schon bestimmt 1,5 Jahre jetzt gehabt. Lash Plumping Mascara, so heißt die. Die hat gute Dienste mir erwiesen, die ist jetzt nur sehr eingetrocknet. Kann man nicht erkennen, aber glaubt es mir, das merkt man einfach. Das war so eine Bürste und die hat wirklich gut getrennt, hat mir Schwung gegeben und Volumen. Ich habe die auch noch mal. Die hat mir meine Schwägerin, als sie das mitbekommen hatte, dass ich die so toll fand, weil die war damals mit mir im Yves Rocher, hat sie mir irgendwie nach 2, 3 Wochen hat sie mich gefragt, wie ich die finde und 2 Tage später habe ich die dann in meiner Treppe liegen gehabt und da hat sie mir die einfach mal so geschenkt. Die ist auch noch zu. Ja, das ist die Mascara Lash Plumping. Diese pinke. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ist ja jetzt auch schon fast 2 Jahre her. 1,5 Jahre. Aber gut war die. Nur, die war nicht, nee, wasserfest glaube ich nicht. Nee. Und dann habe ich diese hier noch leer von Maybelline Jade. Das ist die falsche Wimpern-Feder-Look in wasserfest. Da bin ich so hin und her gerissen. Die habe ich auch schon länger. Die ist mir. Naja, die verklebt plötzlich meine Wimpern. Also vorher fand ich die besser. Vielleicht ist die einfach zu trocken auch. Die hat hier so ein bewegliches Gelenk. Seht ihr das? So sieht die Bürste aus. Und irgendwie, ich habe die, glaube ich, vorgestern benutzen wollen und habe sofort gemerkt, oh, da matschte das so zusammen. Ja, deshalb habe ich die jetzt für aufgebraucht erklärt. Aber sie war jetzt nicht schlecht. Es gibt viel, viel schlechtere Mascaras. Diese war jetzt nicht schlecht von Maybelline, aber ja, ich denke, es liegt jetzt einfach an der Zeit, dass ich die weglege, weil sie ja schon ein bisschen alt ist. Volumen Express steht hier noch drauf, aber ich denke, viele von euch werden die kennen, oder? Ja. So, mein Gott, das war ja eben voll verschluckt. So, das war mein Aufgebraucht-Video für den Monat Juli. Der ist ja jetzt bald rum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich versuche natürlich, das nächste Aufgebraucht-Video wäre schön, wenn Nadine wieder an meiner Seite säße. Sie macht ja jetzt auch Videos. Wer es noch nicht weiß, ich verlinke von der lieben Nadine 2, wir haben ja immer gesagt Nadine 2, den Kanal mal gerne. Unbedingt mal vorbeischauen. Wie gesagt, wir haben im Moment nicht so die Gelegenheit, uns zu treffen. Entweder ich kann nicht oder sie kann nicht, aber wir versuchen alles und werden bestimmt bald auch ein Video zusammendrehen. Nur mit den Aufgebrauchtsachen ist es ja so, es häuft sich alles an und man möchte das ja auch dann weghaben. Deshalb dachte ich mir, jetzt drehe ich es halt alleine. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, ich räume jetzt mal hier den Müll weg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich auf euch, ja, hier unten. Ich hoffe, ich lese von euch. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch die Zeit immer nehmt, mir zu schreiben und zu bewerten und so. Ja, ich wünsche euch was. Also, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Deshalb bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.